Die Schweiz und unsere unmittelbaren Nachbarn sind ein unglaubliches industrielles Powerhouse in Europa, zumindest im Herzen von Europa, und haben eine weltweite Ausstrahlung, die vergleichbar ist mit dem Silicon Valley. Und das müssen wir mal verstehen und dann können wir aus dem wieder Konsequenzen ableiten, was das heisst. Die Quintessenz ist, dass die Nachbarregionen als Absatzmarkt zusammen gleich gross sind wie China und USA miteinander. Es sind wichtige Beschaffungsmärkte, fast ähnlich bedeutungsvoll wie als Absatzmarkt. Wir haben einen gemeinsamen Arbeitsmarkt, wir haben ein irrsinniges Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk. Also wir sind auf mehreren Ebenen enorm stark verflochten und das müssen wir unbedingt erhalten.